Servus Leute, mein Name ist Ozuka und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 1 Campania. Ja, wir wurden ja von unserem Flieger, von diesem deutschen Flieger abgeschossen. Herausforderung. Meister in der Kampagne 10 Herausforderungen. Okay. Nice. Ja, und jetzt. Hui. Haben wir irgendwas schaltet einfach? Nee, okay. Shit. Gut. Jetzt müssen wir uns halt eben da runterschleichen. Die Frage ist jetzt nur, wie wir das machen, weil doch irgendwie uns die Deutschen leicht einkesseln. Aber mal schauen, vielleicht schaffen wir das. So unauffällig wie es nur geht. Ja. Ging doch sehr schön. So, die Frage ist jetzt nur, wie wir den unteren da kriegen oder ob wir den überhaupt gar nicht töten müssen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der stellt uns keine Gefahr dar. Nee. Zum Glück nicht. Kommt da einer auf der Seite? Also begann ich mit dem ersten Ziel, das ich im Nebel sah. Verbündete in Hütten verschanzt. Ich musste sie retten. Ja, okay, sehr gut. So. Feindkontakt ist keiner. Aber dadurch, dass es sowieso Kampf ist, kann ich da direkt reinfetzen. Ja. Natürlich, wenn ich wechseln muss, ist halt eben ein Scheiß. Danke. Dass du mir das Leben gerettet hast, Kollege. Ja. Und wir reden gerade so doch. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast, Kollege. Und sterbe in der nächsten Sekunde. Gut. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich habe ja auch schon Theo finden. Vereinzelte Tage kein Battlefield mehr gespielt, deswegen ist es auch. Ja. Okay, das Zählen verlernt man ja nicht mehr, aber. Komm doch her, mein Lieber. Jetzt viel zu langsam. Bis der schreien konnte, ist er schon längst tot. So. So einfach runter sprinten, weil da kommt jetzt irgendein Gegner. Ersten Ziel, das ich im Nebel sah, Verbündete in Hütten verschanzt. Genau. Ich musste sie retten. So ist es. Mein lieber. Ich gehe lieber von hier, weil da wird es mir zu heiß. Wie vorhin. Ich schließe mich lieber meinen Kameraden hier an. Die schon die meisten tot sind. Aber egal. Wurscht. Ein paar kann man trotzdem retten noch. Zack, zack. Hä, wo ist denn da noch? Ah, scheiße. Nämlich sowas von unter Beschuss. Waffenkammer, was gibt's denn da Schönes? Was ist denn da Schönes? Granate, okay, haben wir schon. Was ist da? Wir konnten Haftmine. Hören, bevor wir sie sahen. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Genau. So ist es. Da kommen die Deutschen. Ist es dieser scheiß Panzer? Yep. Shit. Wir werden umzingelt, verdammte Scheiße. Ach du Scheiße.
Achso, wir haben eh noch so viele Leute, okay. Das habe ich noch. Zack. Da ist noch der nix. Hä, der ist noch immer nicht kaputt. Ja, aber jetzt. Sanitäter. Shit, Alter. Puh. Also ist einer von uns, oder? Ja. Sehr gut. Ach du Scheiße, das ist eigentlich mal ein Kampfgefecht hier. Von uns? Oder vom Feind? Wir hatten den Feind mit bloßer Willenskraft aufgehalten. Die Hütten waren sicher und ich musste weiter. War Matteo eigentlich auch in diesen Hütten? Nein. Die Männer sagten, seine Einheit wäre weiter vorgerückt. Roger. Dann rücken wir auch weiter vor. Würde ich mal sagen. Schau mal hier nach, wer das am nächsten ist. Ach, ich habe schon vergessen, wie man das Fernglas benutzt. Wurscht. Zwei Beine aufzustellen. Ich wollte raus aus den Gräben, aber als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Egal, wo ich suchte, es war zu spät. Ich war allein unter Geistern. Irgendwie also nicht wusste drin. Ich, dass Matteo noch lebte. Du Scheiße. Das kann nützlich sein. Kann. Frage ist nur, ob es wird. Obwohl, wechseln wir die Waffen, weil die ist besser, weil die hat ja vorne ein Bajonett. Das ist gut. So. Hey, das sind doch Soldaten von uns. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel? Feuer. Überall Feuer. Shit. Das sind scheiß Flammenwerfer-Typen. Ach, Kacke. Lad doch nach, schneller, komm schon. Für was wechselst du jetzt? Ach, Junge. So, endlich tot. Weiter. Zack, der ist tot. Einfach durchsprinten, egal was kommt. Es gab zwei Wege in die Festung. Ich konnte durch die unterirdischen Stollen gehen oder mein Glück an der Rückseite versuchen. Warum nicht an der Vorderseite? Ich hatte keine Rüstung mehr. Das war unmöglich. Unmöglich oder möglich? Dieser scheiß Arschloch, der mich in Brand setzen will. Verreckt doch, meine Güte. Du Scheiße. Ach. Super Waffe. Oh. Schaut schon gleich besser aus.
Hey, da war doch noch einer. Als ob. Zack. Die sterben wie die Fliegen. Einer fliegt nach dem anderen. Das ist doch ein schönes Anblick. Zumindest, dass wir vorankommen. So, hinauf. Naja, wurscht. So, wir sind jetzt grundsätzlich in der Festung. An und für sich. Natürlich. Tot. Ach, stirb doch. Meine. Was? Hä? Als ob ich wollte ihm gerade noch niederstechen. Oha. Really, Leute, really. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder. So, okay. Ach, werfen wir einfach noch eine Granate. Das kann nicht schaden. Leute, ich habe ihn voll mit der Granate erwischt. Was? Jo, wahrscheinlich, Leute. Als ob. So. Wenn wir das anders angehen, irgendwie. Vielleicht direkt vollballern. Das Blöde ist, wir werden von allen Seiten angeschossen. Hä? Hä? Hallo? Was ist denn das für ein Scheiß? Meine Güte. Übrigens habe ich vergessen zu erwähnen, dass jetzt die ganzen Battlefield-Folgen nur noch 20 Minuten lang sind und nicht fast eine ganze Kampagne, also eine Episode oder 40 Minuten. Sondern nur noch 20 Minuten, dass ihr halt eben auch was zum Gucken habt. So. Jetzt wir es auch ein bisschen in die Länge zum Wissen. Stirb du Scheiß. Yes. Hä? Also da oben. Die sind auch überall. Ach Gott. So. Oh. Wir haben ja noch Verbündete. Oh, Gott sei Dank. Er ist tot, sehr gut. Ah. Findet man hier nichts, irgendwas? Vielleicht. So. Da muss doch irgendwas Gescheites geben, Granaten oder irgendwas. Nee, nix. Meine Güte. Sterb doch. Ja, und jetzt? Leider ertrug ich den Anblick der Leichen nicht mehr. Er musste es zur Festung geschafft haben. Finde Matteo. Jawohl. Dieses Feld. Ach du Scheiße.
aufgegeben und hoffte, Matteo wäre vielleicht doch noch entkommen. Doch dann... Nein! Nein! Hörst du mich? Hörst du mich? Dürfte nicht altern. Und ich bin noch da. Sei doch froh, wenn du noch da bist. Wer entscheidet sowas? Schicksal? Gott? Je nachdem, ob man abergläubisch ist oder nicht. Ob man religiös ist oder nicht. Der Krieg folgte Umbruch, Reiche zerfielen, neue Länder entstanden. Auch Familien wurden verändert durch die vielen Gefallenen und die wenigen, die heimkehrten. Die Gefallenen und Veteranen wurden als verlorene Generation bekannt. Okay, das war's jetzt mit Italien Schlachtzug. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall das jetzt mit dem Campania. Dritten Teil, glaube ich, war das. Ja, es waren wirklich nur die zwei Maps. So, weiter. Gut. Ja, zwei Kapitel haben wir noch. Dann haben wir es geschafft. Und genau deswegen mache ich sie immer nur 20 Minuten. So, es sind jetzt nicht ganz 20 Minuten, aber ja, ich würde jetzt mal die Folge beenden für heute. Und ansonsten sage ich... Nur noch, ja. So, und dann werden wir jetzt dann die Folge für heute beenden. Hier verlinke ich euch mein letztes Battlefield-Video und hier verlinke ich euch mein letztes Video. Ich glaube, das war The Evil Within. Und ja, dann sage ich nur noch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like. Da würde mich auch über ein Abo freuen. Nicht vergessen zu kommentieren. Und ansonsten sage ich nur noch, mein Name ist Ozog und ich hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss. Yeah.